Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in the God Mode. Letztes Mal haben wir mit The Blind. Mit The Blind gespielt gehabt und das auch geschafft. Und wir haben noch einen einzigen Charakter, den wir freigeschalten haben, nicht Destiny. Sieht aus wie ganz normal Eve. Ich weiß nicht, ob es ganz normal Eve ist. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall hat sie einen anderen Namen. Von daher, die können wir auf jeden Fall einmal spielen und wir sollten vielleicht versuchen, irgendwie Bridget freizuschalten, indem wir 7 Herzcontainer haben. Allerdings könnte das ein bisschen schwer werden. Weil wenn wir wirklich Eve sind... Okay, wir haben zumindest eine Fliege von Anfang an. Genau, wenn wir Eve sind, dann haben wir nämlich Hure von Babylon von Anfang an. Und Hure von Babylon aktiviert sich, sobald wir ein halbes rotes Herz haben. Bei Eve. Und aus diesem Grund dürfen wir eigentlich nicht allzu viele Leben haben. Wir sehen unsere Leben nicht. Ich hoffe, das ist ein Curse. Jupp. Okay. Na gut, dann. Wir haben auf jeden Fall 2 Fliegen. Wir haben... Oder ist das zweimal dieselbe Fliege? Kann auch sein. Wir haben auf jeden Fall den toten Vogel. Dann haben wir diese Smart Fly, diese Revenge Fly, die angreift, sobald wir einmal getroffen wurden. Das heißt, wir haben mindestens 2 Begleiter, die angreifen, sobald wir einmal getroffen wurden. Das ist ganz nett und ich habe keine Ahnung, warum Eve so ein bisschen indianermäßig aussieht. Die ist so ein bisschen rötlicher. Was auch immer. So ein bisschen orangemäßig, als wenn sie sich angemalt hätte. Aber das soll es nicht weiter stören. Unser Schaden ist noch nicht so hoch, sollte aber höher werden, sobald wir halt den Hure von Babylon-Effekt bekommen. Sobald wir die Hure von Babylon sind, ist alles wieder gut. Dann ist alles gut. Ich weiß halt gerade nicht, wie viele Leben wir haben und deswegen möchte ich ehrlich gesagt gerade noch keine Leben verlieren. Aber sobald irgendwie ein Devil-Deal kommt oder sowas, sollten wir die auf jeden Fall mitnehmen. Ja, damit wir halt mehr Schaden machen. Oh Gott, da war der nicht schnell genug tot. Und wir haben 2 Begleiter. So, jetzt frage ich mich aber, was die dritte Fliege ist. Ah, da. Wir haben noch so eine weiße Fliege. Ich habe keine Ahnung, was sie macht, aber okay. Oh, wir kriegen Maudado. Ich hoffe, der sieht doch aus wie... Ja, er ist Maudado. Wir haben Maudado. Perfekt. Okay, Maudado. Hilfst du mir in diesem Spiel... Oh Gott. Die Gegner zu vernichten? Das ist nett von dir, Maudado. Übrigens, wenn Maudado einen Gegner tötet, dann kriegen wir... Ah, oh, das ist nicht gut. Wenn Maudado einen Gegner tötet, dann kriegen wir ein halbes Herz wieder. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, wir müssen. Da hat Maudado eben einen getötet. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere roten Herzen loswerden. Damit wir auch wirklich immer den Hure von Babylon-Effekt haben. Na toll, Maudado. Da freut man sich mal über dich oder bist du gar nicht so gut, wie ich dachte. Da lachte er. Da lachte er und verstummte nicht. Er lachte lauthals. Wie ein kleiner Wicht. Okay, wisch rüber. Wir töten jetzt einfach mal die Typen hier. Ich weiß nicht. Oh, Maudado tötet die ganzen Fliegen. Oh Gott. Maudado, ein Fliegenfresser. Oder ein Fliegentöter. Man weiß es nicht so sehr. Ja, gut. Ist nicht weiter tragisch, wenn wir getroffen werden. Unsere Begleiter machen sowieso viel mehr Schaden als wir. Ich weiß zwar nicht, was unsere weiße Fliege macht. Was ist das denn für eine Fliege? Ist das nicht diese Admiration Fly? Jetzt haben wir noch ein AP ab. Okay, das war dumm. Das war sehr dumm. Jetzt haben wir noch ein AP abbekommen. So ein Mist. Aber diese Admiration Fly kommt doch nicht raus, sobald wir einmal getroffen wurden. Das wundert mich gerade. Naja, wir lassen uns erstmal ein paar Leben hier abziehen irgendwo. Auch da schon mal der erste. Das war natürlich geplant. Alles geplant. So. Das Blöde ist, Maudado heilt uns halt wirklich viel zu doll auf. Oh, die schwarze Kerze. Die haben wir neulich erst freigeschalten, indem wir 150 Münzen gespendet hatten. Yay, haben wir die schwarze Candle, die Black Candle. Jetzt können wir keine Curses mehr bekommen und haben ein schwarzes Herz bekommen. Au. Das ist voll gut. Gut, und da haben wir unsere erste Bombe. Die hätten wir eigentlich auf der ersten Ebene gebrauchen können, aber okay. Moment, wir haben jetzt schon rote Leben. Oh nein, wir haben schon rote Leben verloren, Leute. Oh, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht, dass wir rote Leben verloren haben. Das heißt, wir kriegen jetzt keinen Devil Deal. Höchstwahrscheinlich. Ah, eine kleine Chance ist noch da, aber ich glaube, die ist jetzt vermindert, weil wir in der Ebene halt rote Leben verloren haben. Aber solange wir beim Boss auch keine Ruhe... Oder auch, was heißt auch? Solange wir beim Boss keine roten Leben verlieren, sollte das alles noch okay sein, glaube ich. Haben wir auf jeden Fall noch die Chance. Oh. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mich in diesem Raum... Ob ich mich allgemein öfters treffen lassen soll, damit einfach die Räume schneller tot gehen. Aber lieber nicht, oder? Ich glaube, die Leben brauchen wir doch. Dann wäre das hier alles so viel schneller gegangen mit unseren Begleitern. So.
Gut, Baudado. Töte alles. Töte alles und jeden. Ich muss hier rauskommen, ohne Leben zu verlieren. Ich glaube, Baudado hilft uns aber recht gut. Wenn er mal schnell genug sein sollte, um irgendwas zu treffen. Oh Gott. Okay, das war knapp. Sterb. Ihr alle. Wie die auch immer gucken. Sieht witzig aus. Okay, hallo Trollbombe. Ich gehe dann mal. Dann hat sich das nicht mehr gelohnt. Da richtig lange gekämpft für nix. Ja. Sowas ist immer traurig. Aber nicht weiter tragisch. Solange wir da keine Leben verlieren, geht das ja alles noch. So, du auch noch weg. Wo ist der goldene Raum? Hä? Da ist er ja. Habe ich ihn gefunden. So, der explodiert wahrscheinlich in alle Richtungen. War doch so einer, oder? Nee, der wird kleiner. Und dann, okay, er macht einfach beides. Auch nicht so schlimm. Oh, die öffnen wir. Und wir kriegen Fliegen. Juhu. Na gut, das kriegen wir hier schönes. Oh, ein Freeze-Effekt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und zwei Mini-Bosse, das ist jetzt nicht so cool. Obwohl, die haben keine Bossleiste. Sind das vielleicht doch keine Mini-Bosse? Es gibt die auf jeden Fall auch als Mini-Bosse, das weiß ich. Aber jetzt gerade scheinbar nicht. Okay, habe ich nicht wirklich was gegen. Oh, da unten ist eine coole Spritze. Eine Speed-Up-Spritze. Oh Gott. Das heißt, die holen wir uns auf jeden Fall. Und da drüben ist noch ein weißes Herz, das ich aber eigentlich gar nicht mal so gerne mitnehmen würde. Und das Mongo Baby. Okay, das Mongo Baby holen wir uns auf jeden Fall. Da könnt ihr mir nichts sagen. Das hole ich mir. Mongo Baby, du bist mein. So, und jetzt ist die Frage. Wollen wir das weiße Herz haben? Nö. Nee, nee. Ich bin glücklich, wenn ich gleich meine ganzen Herzen los bin. Obwohl, bei Eve ist das ja schon ab dem ganzen Leben. Das heißt, ein Leben dürfen wir sogar haben. Und dann könnten wir in der nächsten Ebene wieder Leben opfern. Ich will halt diesen Hure von Babylon-Effekt haben. Grrr, ich weiß nicht, ich bin unschlüssig. Unschlüssig, haha, und dann erscheint ein Schlüssel. Witzig, okay. Zack, zack. Die Ende. Oh, den habe ich nicht gesehen, weil eingefroren war. Die Ende Midnight. 6 Münzen. Ja, komm. Wir schauen mal rein. Ich habe wieder hier die Blue Fly. Okay. Child's Heart wollen wir natürlich nicht haben. Schlüssel können wir uns kaufen. Boah. Boah, ist jetzt nicht so ein toller Shop. Gibt auf jeden Fall bessere. Da gehen wir auf jeden Fall ran. In der Hoffnung auf ein blaues Herz. Cool. Sehr schön. Aus den grauen Kisten können blaue Herzen kommen, okay. Wusste ich zum Beispiel jetzt auch nicht so. So aktiv. Proaktiv. Da haben wir den Boss. Haha, ich habe dich in der Luft eingefroren. Eingefroren. Yay. Nein, du triffst mich nicht, danke. So, fehlt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Im Stachelraum waren wir sogar auch drin. Oh, hi, normaler Dingel. Wie geht's dir, normaler Dingel? Du nicht glitschiger Dingel. Dich habe ich viel mehr lieb als den... Oh. Okay, du bist ein Asi. Ich habe dich trotzdem mehr lieb als den glitschigen Dingel. Obwohl der glitschige Dingel... Ah, oh Gott, witzig war. Pentagramm, sehr schön, perfekt. Und ich hoffe, wir können... Oha. Oha. Brimston. 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 Oh Mann. Ah, ich will Brimston gar nicht haben. Was will ich mit Brimston? Verdammt, wie lange. Oh, wir brauchen aber gar nicht mal so lange, um das aufzuladen. Oh nee, das geht sogar. Okay, ja. Dann nehmen wir mal Brimston mit. Hm. So richtig zufrieden bin ich damit jetzt nicht. Brimston ist ein sehr komisches Item, aber wenn wir Gabi werden sollten, dann wäre das perfekt. Oder wenn wir Tammys Head finden, dann hätten wir quasi schon gewonnen. Aber irgendwie, ich mag Brimston gar nicht mal so sehr. Gar nicht mal so sehr, wie die meisten anderen. Ich hab, ja, weiß ich auch nicht. Ich halt so. Was haben wir hier Schönes? Are you a wizard? I found Pilz, yay. Und eine Teaser. Sehr schön. Laden wir den Brimston noch ein bisschen schneller auf. Mal gucken. Oh ja. Ja, so ist das schön. Am Brimston finde ich halt so blöd, dass wenn man nicht getroffen hat, dass man dann erstmal richtig lange aufladen muss, damit überhaupt irgendwas nochmal passiert.
Ansonsten ist es natürlich richtig stark und so, aber ja, ich mag's nicht. Es verändert halt alles, wie man kämpfen muss. Lol. Okay, mit diesem Freeze-Effekt ist das natürlich mega geil. Okay, drittes Ding ist fürs Item. Wir können jetzt fliegen. Sehr geil. Können wir auch mitnehmen. Warum nicht? Ich meine, wir können fliegen und wir wollen sowieso aus der Ferne angreifen. Da ist so ein Bob's Brain gar nicht mal so kacke. Guck, da hat er schon Schaden gemacht. Und ein bisschen mehr Schaden ist auch immer gut. So, vielleicht ein Gabi-Item? Nein, nein, nirgendwo. Wirklich nicht? Okay. Dann nicht. Los, Bob's Brain. Treff. Flieg und Sieg. Sehr gut. Okay, die Maske sollte hier, glaube ich, nicht mehr sein. Und die da unten auch nicht. Geh weg, du Maske. Danke. So. War es das? Gut. Gut, hat sich leider nicht gelohnt. Ja, doch, eigentlich schon. Wir haben Geld bekommen. Und zwar nicht zu wenig. Also wir können jetzt auf jeden Fall mal in den Shop reingucken. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Damage. Wir haben gerade mal 2 Schaden, obwohl wir den Brimstone haben. Und ein... Ja, okay. Wir müssen aber nur noch ein Leben loswerden. Okay, also wenn hier irgendwo eine Blood Donation Maschine ist, dann werden wir die auf jeden Fall benutzen. Und da wir Lord of the Pits sind, gehören die ganzen Fliegen uns. Das habe ich ja auch ganz vergessen. Also die ganz normalen Fliegen, die wechseln zu uns über. Die haben wir dann quasi bekehrt. Und dann kämpfen die für uns. Weil die sowieso wissen, dass sie keine Chance gegen uns haben. Und alle anderen Fliegen sind ein bisschen langsamer. Ich find's witzig, wie diese weißen Herzen hochfliegen. Hochfliegen. Wenn man sie einsammelt. Das finde ich gut an dieser Mod. Wenn ich dann die Mod irgendwann mal austausche, dann lasse ich das, glaube ich, drin. Dass die Items so rumwabbeln und... Was war da noch? Dass das halt so hochfliegt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Okay, da hatten wir schon den Boss. Allerdings würde ich erst noch gerne in den Shop rein und irgendwie ein Leben loswerden. Obwohl wir wahrscheinlich gleich sowieso Leben opfern können. Was ist das denn bitte für ein assiger Raum? Hier drin ist der Gegner. Dann muss man quasi von hier aus da so komisch schräg reinschießen oder was? Das geht doch gar nicht. Wie... Okay, keine Ahnung, wie man diesen Raum schaffen könnte ohne Brimsten oder Fliegen oder irgendwas. Aber okay. Wir haben ja zum Glück Fliegen gekonnt tun. Da haben wir unser erstes Trinket, noch ein bisschen schneller werden, habe ich nichts gegen. Und wir können ein bisschen Geld spenden. Mal gucken, wie viel wir heute spenden dürfen. Wir spenden einfach alles. Ja, ja, wir brauchen kein Geld mehr. Tulum, 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 tulum. Okay. Sehr schön. Haben wir wenigstens ein bisschen Geld gespendet, waren dann auch im Shop. Wir könnten noch in den Stachelraum. Aber müssen wir nicht. Nee, lassen wir mal. Wir gehen einfach zum Boss. Wie schnell sind wir? Ja, geht sogar noch. Wir könnten theoretisch schnell genug sein. Für. Wollen wir die Stärkekarte her? Egal. Für den Bossrush. Aus dem wir dann nicht mehr rauskämen. Oh Gott. Da haben uns unsere Fliegen eben beschützt gehabt und dann doch nicht mehr. Ich hasse das, wenn hier so viele Dinger rumfliegen. Muss ja richtig schlimm gewesen sein für die ganzen Gegner, als wir der Plop waren. In dieser einen Challenge. So. Und bitte einmal sterben. Oh mein Gott. Gut. Und kriegen wir einen Devil Deal? Bitte, 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 bitte. Nein. Ah, du verdammter Devil Deal, ich hasse dich. Oh, da war eine Karte. Ah, das hätte eine sehr schöne Karte sein können. Zum Beispiel eine The Fool-Karte. Okay, dann halt nicht. Wir müssen aber irgendwie unsere Leben loswerden. Ich möchte diesen Hure von Babylon-Effekt haben. Wenn wir schon quasi Eve sind, dann müssen wir das auch ausnutzen. The end of the rainbow. Ohrwurm.
Und von welchen Liedern habt ihr gerade Ohrwürmer, wenn ihr überhaupt einen Ohrwurm habt? Ich hab von Dear in the Daylight oder sowas einen Ohrwurm. Von Owl City. Owl City, sowieso die coolste Band. Nein, eine der coolsten. So, was habe ich hier schön? Ich habe wie eine goldene Scheißhaufen, den hätte ich gern. Und ich würde... Achso, wir haben sowieso goldene Schlüssel. Können wir gerne überall durchgehen. Zack. Sehr schön, was macht der? Toxic Blast. Achso, stimmt. Und Forever Alone. Ja, endlich sind wir Forever Alone. Ja. Die habe ich mich schon immer gewünscht. So, hier können wir lebenlos werden. Das ist sehr schön. Das nutzen wir gleich mal. So, hier, nimm. What a horrible night, we have a curse. Na, ich finde das ganz okay. Ach, komm schon. Egal, Poison Touch. Nein! Nein! Poison Touch ist ein Lebensupgrade und füllt ein volles Leben wieder auf. Was soll das denn? Das ist jetzt nicht so cool. Toll. Konnten wir endlich mal unsere Leben loswerden? Hätten in den Challenge-Raum reingekonnt. Oha! Okay, nice. Wenn unser Bob Swain jetzt explodiert, dann wird die ganze Ebene voller Gülle gemacht. Oder der ganze Raum. Das ist natürlich nochmal extra nice. Dann haben wir eine richtig gute Kombo. Diese Toxic Blast Dinger und das Bob Swain ist eine nette Kombo. So, wir wissen, wo der Geheimraum ist. Und außerdem sehen die Bomben jetzt viel witziger aus. Und wir haben immer noch kein Space-Item. Ah, schon wieder du. Wir können aber schon fliegen. Das hatten wir eben auch schon im Shop drin gehabt. Wir wollen dich immer noch nicht. Aber das wollen wir. Den Juicy Sack. Ja, ja. Was hier Schönes? Okay. So viele Batterien und kein einziges Space-Item, womit wir es einsetzen könnten. So, verliert man... Oh. Verliert man, wenn man über diese Stacheln geht? Dann diesen Stachelraum. Hier. Verliert man da rote Herzen? Oder werden die blauen als erstes abgezogen? Ich glaube, die blauen. Ich will es nicht ausprobieren. Ist mir auch eigentlich egal. So. Gut, wir haben, glaube ich, alles. Wir waren im goldenen Raum. Wir waren im... Da hinten ist noch ein blaues Herz, aber... Brauchen wir, glaube ich, nicht. Und wieso gibt's den hier? Müsste das nicht eigentlich diese Katze sein? Ich... Wunder mich. Oh, das ist ein anderer Boss, den ich gar nicht verändert hatte. Das kann natürlich auch sein. Und wo haben wir diese Spinnen her? Vom Juicy Sack, oder wie? Nehmen wir das mit, nehmen wir das mit, das. 12 Hearts, okay. Noch ein Speed-Up. Wir kriegen richtig viel Speed-Up in diesem Run. Zweites Gabi-Item. Gimpy nehmen wir natürlich auch mit. Und Humble-Bundle auch. Okay, jetzt ist die Frage, wollen wir das auch noch mitnehmen? Dann hätten wir zumindest ein Space-Item. Und keine Leben mehr. Ich nehme es mal mit. Weil wir dann diesen Hure von Babylon-Effekt haben. Ja, ja, ja. Und ich mag diesen Hure von Babylon-Effekt. Dann sind wir nochmal ein bisschen schneller. Obwohl wir sowieso schon schnell genug sind eigentlich. Wegen den ganzen Speed-Ups. Aber dann können wir das jetzt nochmal extra einsetzen und machen. Richtig viel Schaden. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Und vor allem, es braucht in dieser Mod anscheinend nur 3 Aufladungen. Das geht sogar noch. Wäre natürlich besser, wenn man das in jedem Raum einmal einsetzen könnte, aber dann wäre es ja schon fast so wie die Combo Bumsten und Tamiset. Tamiset brauchen wir. Ich hätte so gerne Tamiset. Komm schon, gib mir Tamiset. Wir sprengen hier einfach mal ein bisschen. Vielleicht haben wir ja Glück. Da sollte auf jeden Fall relativ viel rauskommen. Oh, oh ja. White Spites, Hankman. Was haben wir hier? Two of Diamonds können wir auf jeden Fall einsetzen. Two of Clubs auch. Was haben wir hier? The Empress. Two of Hearts. The Fool. The Fool merken wir uns mal. The Moon ist auch ganz schön. Okay. So. Dann machen wir das so. Ah, nee. Warum Health Up? Moment. Erstmal aufsprengen. Dann schnell alles öffnen. Alles Mögliche einsammeln. Und dann könnten wir jetzt eigentlich... Ja, komm. Wir setzen den Mut ein. Hi, 3 von euch. Gut, dass ich meine Laserstrahlen habe. Gegen Laser kommt es jetzt hier nicht an. Au, okay, ihr habt mir trotzdem weh getan. Okay, ja, gut. Habt ihr Tür gemacht. Habt ihr ganze Tür gemacht. Ah, komm schon. Stirb. Warum haben die so viele Leben? Wow. Au, ey. Uncool. Und dann sind die auch noch... Die waren übereinander.
So, gibt's dir denn noch irgendwas? Nö. Wow. Ganz schön toller Geheimraum. Das muss ja. Doch, da war ein Blaustein. Hä? Ich schwöre, ich habe da eben einen blauen Stein gesehen. Hä, der Raum backt gerade rum. Warte mal. Hä? Guck mal. Ich kann nicht überall durch. Da ist ein blauer Stein. Okay, irgendwie ist der Raum buggy. Oder gehört das so? Ich glaube, hier ist was falsch gelaufen. Ja, egal. Egal. Oh ja, 4 Tränen nehmen wir gerne mit. Warum nicht? Und den Rest brauchen wir nicht. Schlüssel haben wir genug. Wir haben alles genug. So, aber wir sollten... Ja, wir sind sowieso zu langsam, oder? In welcher Ebene sind wir? Nekropolis 1, ne. Dann schaffen wir das höchstwahrscheinlich nicht mit dem Challenge-Raum. Da müssten wir schon ziemlich schnell jetzt sein. So, was kommt da raus? Okay. Oh, was haben wir hier? Ah, das Regenbogen-Baby. Yay. Oh, und? Hive Mind. Giant Spice and Fly, das ist okay. Also Spinnen kriegen wir auf jeden Fall ein paar. Und Fliegen eigentlich auch. Finde ich nett. Oh, guck mal, wie groß unsere Spinne ist. Uhu. Hätte ich mal die Batterie gekauft. Hä? Wo haben wir denn diese Liebestränen her? Ach so, von unserem Baby. Okay. Diese Schabtiers. So. Na, oh, wieso? Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt mein Space Item eingesetzt habe. Fragt mich nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich habe es getan. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Ich bin ein echter Space Item Einsetzer. Ich setze es ein, wenn ich es nicht brauche. Warum sind hier so viele blaue Steine? Boah, alle eingefroren. Das ist natürlich auch nett. Was kriegen wir hier Schönes? Aha, okay. Was bist du? Noch eine Speed-Up? Jo, warum nicht? Und noch ein Blau. Alter. Überall Steine. Oh, drittes Gabi-Item. Geile Modigo. So, ich nehme die Fliegen trotzdem nicht mit, weil wir kriegen sowieso übelst viele Fliegen jetzt, dadurch, dass wir halt... Dadurch... Was? Dadurch, dass wir den Bimsen haben. Heißt, wir brauchen das nicht, aber wir sind Gabi und wir sind Lord of the Pit. Wir sind also eine Fliegenkatze oder eine Katzenfliege. Eine Katzenfliege. Wir sind eine Katzenfliege und produzieren jetzt endlos riesige Fliegen. Das ist unglaublich. Aber sowas von endlos davon. Oha. Nein, ihr Fliegen, ihr dürft euch nicht umbringen. Steven. Oh, wäre cool, wenn wir gleich noch Steven bekommen würden. Als Item, dann würden wir noch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Ach, da haben wir den Steven freigeschaltet. Hallo Steven. Hallo Damage Up. Und tschüss. Okay. Ja, also eigentlich können wir jetzt gar nicht mehr verlieren, da wir so viele große Fliegen haben. Hä, Steven war... Wir haben trotzdem voll wenig Damage nur. Wir müssen halt echt Hure von Babylon werden, aber wir haben eben wieder ein Leben dazu bekommen. Leider. Und eben kein Devil Deal bekommen, wo wir irgendwie Leben ausgeben könnten. Aber in Arcade gibt es doch häufig sowas, oder? Jo, hi. Da, nimm. Nimm einfach. Nimm. Ah, sehr nett, danke. Was haben wir hier noch? Hegelis, Destruction. Destruction. Yay. Das hat es eigentlich nicht gebracht, aber gut. Sehr schön. Haben wir zumindest den Hure... Oh, Hure von Babylon-Effekt. Und der hat uns 2 Striche mehr Schaden gegeben. Karas. Hallo Bombe. Tschüss Bombe. Warte, macht die Bombe das eigentlich auch? Das ist dann im Raum? Das will ich jetzt wissen. Okay, nur die eigenen Bomben. Gut zu wissen. So. Was bist du, Herbert? Aha. Nee, was haben wir hier? Noch eine Spritze. Was ist das da oben? Dieser komische Teleporter, den brauchen wir auch nicht. Alles unnötig hier. Was haben wir da? Die 5. Nee, ich will die Ebene nicht nochmal machen. Sorry. Brauchen wir nicht. Würden wir zwar ein bisschen stärker werden. Oh.
Aber egal. Hätten wir nicht dieses Bob Spray, dann würden wir viel weniger Leben verlieren. Egal, wir brauchen Bob Spray, das ist wichtig. Das ist wichtig für unser Vorankommen. Die ganzen Fliegen immer. Oh Gott. Da. Immer in so einer schönen Reihe. Das gefällt mir. Okay. So, warte, das ist ein Challenge-Raum. Ein Damage-Raum. Ich gehe in den Damage-Raum. Oh, Splash-Damage. Funktioniert das? Und Homing-Shots. Homing-Shots mit... Moment. Funktioniert das? Oh, das funktioniert echt. Geilo. So, und mir wurde gesagt, man kann sich aus diesen Boss-Dingern, aus diesen Boss-Challenge-Räumen, nicht rausporten. Tja, das war wohl eine Lüge. Gut, das wollte ich auf jeden Fall auch irgendwann mal austesten. Das wollte ich aber... Na, ich habe ein Herz aufgesammelt. Das wollte ich eigentlich schon vor, keine Ahnung, fünf... Oh, ich sammle die ganzen Herzen auf, bin ich doof. Hier, Pretty Fly noch, oh Gott. Das wollte ich eigentlich schon vor 5 Runs testen, ob das geht. Und scheinbar geht das doch. Also, du Kommentarschreiber, Schande über dein Haupt, du hast gelogen. Okay, da bist du jetzt tot, Mutti. Dafür, dass du uns zweimal getreten hast. Das melde ich im Meldeamt. Im Meldeamt, ja. Noch ein Damage-Up, sehr schön. Und ist hier irgendwo ein blauer Stein? Nein, okay, dann dich. Ja. Ja und ja. Nehmen wir alles mit. Können wir uns ja leisten. Tja, da ist noch ein blauer Stein. Den holen wir uns natürlich auch. Und bye-bye. Bye-bye. Und wir sind wieder Hure von Babylon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben nämlich Damage-Up aufgesammelt und sind jetzt Hure von Babylon. Das sehen wir erst im nächsten Raum. Ja, doch, ist ganz nett. Hi, noch ein Damage ab. Oh, nein, jetzt sind wir tot. Sind wir nicht? Was? Hatten wir überhaupt einen... Ach, keine Ahnung. Wir hatten doch gar kein rotes Herz, oder? Okay, ich bin jetzt gerade mega verwirrt, aber okay, okay. Ich dachte gerade schon, ich hätte mich einfach selber umgebracht und dann den ganzen Wand damit zerstört. Das wäre es ja doch... Das muss ich mir aber noch mal in der Aufnahme angucken. Hatten wir echt noch ein Leben? Also ein rotes? Ah, das war jetzt irgendwie riskant. Da ist mein Herz kurz stehen geblieben. Brauchen wir alles nicht. Ist mir alles egal. Aber Homing Shots mit Brimston ist natürlich auch sehr geil. Die ist echt cool. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Boss? Hier zumindest nicht. Okay, Fliegenarmee, komm mit. Wir suchen jetzt den Boss. Wollt ihr mich auf dieser Reise begleiten? Das ist schön. Aber bitte nicht sterben, ich brauche euch noch. Ich will mit euch Mutters Herz besiegen. Ist sogar gut möglich, dass das jetzt schon der 10. Mann ist, oder? Wo wir Mutters Herz besiegen. Oder? Haben wir echt schon 10? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube erst 8 oder sowas. Naja. Müssen wir gucken, ne? Und eventuell sollten wir vielleicht... Ja, wir gehen auf jeden Fall ein bisschen weiter, weil wir einfach viel zu OP sind. Hoffentlich dürfen wir nochmal in den Devil Room rein. Ich denke aber mal ja. So, was haben wir hier? Tough Diamonds. Ja, fast volle Herzen. Gut. Oh nein, zweimal. Okay, fliegen. Attacke. 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 Ihr müsst Daddy töten. Danke. Ach ja, ein Speed-Up. Geil. Ist bestimmt schon der 10. Speed-Up, das wir in diesem Band gefunden haben. Und wir sind in Mutters Herzebene. Easy. So. Aber dann könnten wir ja sogar... Wen spielen wir denn hier eigentlich? Destiny. Dann könnten wir mit Destiny eigentlich noch mehr freischalten, wenn wir halt ein bisschen weitergehen. Das hätten wir auch mit den anderen Charakteren eigentlich machen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer nicht mache. Ich habe gerade halt als Hauptziel irgendwie immer Mutters Herz und danach ist für mich Schluss, aber ich kann ja noch neue Sachen freischalten.
Der sieht es ja. Also eigentlich kann ich wirklich weitergehen. So. Lass mich durch hier. Lass mich durch. Ich bin Destiny. Ich bin euer aller Schicksal. Wie auch immer, genau nur perfekt diese Fliegen hinfliegen, die sie dann töten würden. Es fliegen nie alle hin. So. Oder sehr zeit. Okay, losfliegen. Ein paar von euch zumindest. Attacke! 6 Schön, wir kriegen einen Devil-Ruhm. Das heißt, wir können weitergehen, kriegen hier Zeug. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehme ich sogar auch mit. Und The Pack natürlich auch. So, aus dem einfachen Grund, dass wir dann eventuell sogar in die Chest kommen. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Oh, das Crow Baby, sowas gibt's. Mama Spoil, wir haben keine Leben verloren eben in der Ebene. GG. Au. Hat uns Bob Sprain mal keine Leben abgezogen? Das ist sehr krass. Oh ja, den brauche ich hier. Steam Sale. Das ist wichtig. Ich liebe es, so viele Fliegen zu produzieren. Ich liebe es, ich liebe es. Ich habe Biscuits so gern. Okay, 99 Schlüssel und 99 Münzen. Ist, glaube ich, ganz nett. Da gibt es so einen Kühl auf Miet? Nö, okay, warum nicht? Finde ich jetzt nicht ganz so nett von dir. Hier, ja, ja, alles aufmachen. Vielleicht kommen wir in den Devil Room. So. Okay. Oh, ich finde das immer so schön, wenn die Gegner so richtig schnell sterben. Und dann noch so viele gleichzeitig. Das finde ich auch immer bei MMORPGs richtig cool. Wenn so richtig viele kleine Gegner kommen, dann schnetzelt man die einfach weg. Deswegen mag ich auch Hack and Slash voll gern eigentlich. Ach, nehmen wir auch mit. Nehmen wir alles mit. Unser viertes Gabi-Item. Gut, lass mich raus. Bringt das was mit Brimston? Moment. Nee. Schade aber auch. Gut. Hä? Wieso war er schon sofort da? Das ist aber nicht der, der sofort erscheint, oder? Nee. Das war nur so ein Zusatzgegner hierfür. Okay, interessant. Was man findet beim Mega-Satan noch das Polaroid. Das heißt, wir können da jetzt schon rein und kommen in die Chest. Das ist ja geil. Kriegt man das gleich da? Okay, Razor freigeschaltet und kriegen 2x Technologie-Sachen. Okay. Ich habe schon Brimston, danke. Aber ich habe Pillen gefunden. Okay, ja dann. Dann war, auf geht's. Ab zu The Lamp.
Oha, gut, dass wir die ganzen Fliegen haben. Fliegen besiegen Spinnen. Easy. Wow. Hat die uns echt noch getroffen? Ist das ihr Ernst? Lass mich raus. Okay. Oh nein, die explodiert alles Mögliche. Oh Gott, alles explodiert und alles ist dunkel und man sieht gar nichts. Oh Gott, Brimston. Brimston, du musst alles töten. Oha. Okay, das ist ein richtig assiger Raum, wenn man nicht OP ist. Also richtig assig. Oha. Gut. Gut, dass wir OP sind. Ja, alles töten. Oh, das ist ein richtig schöner Raum mit diesen Bümsen. Oh Gott, alles stirbt. Voll die Disco hier. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh geil, wir produzieren richtig viele Fliegen. Das gefällt mir. Oha. Guckt euch den Raum an. Alles voller Blut. Oh. Das ist voll das Gore-Spiel. Gore. So. Oha, noch so ein Raum, wie geil. Das gefällt mir richtig gut. Oh, es ist laut. Aber es macht Spaß. Aber stellt euch jetzt mal vor, man hat keinen Brimston. Wie soll man das denn dann schaffen? Überall rote Herzen. Ja gut, es droppen sehr, sehr viele rote Herzen. Also wenn man noch rote Herzen hätte, dann wird man da auf jeden Fall gut überleben. Aber so. Wenn man nur blaue Herzen hat, dann ist auch schlecht. Ist dementsprechend ein bisschen kritisch, weil man richtig viele blaue Herzen auch bekommt. Aber hier, also in den ganz unteren Ebenen, kriegt man anscheinend viel häufiger rote Herzen. Ach komm, der Gegner ist schon tot. Hä, ist er nicht? Warum? Was war das denn? Erstmal gegens Feuer laufen. Okay, so langsam wird's weniger mit unseren Herzen. Aber wir haben da eben schon wieder diesen Kopf bekommen, obwohl wir den schon eine Zeit lang mit hatten. Okay, das ist komisch. Aber egal, nehme ich gerne mit. Krampus Rage. Na, vielleicht irgendwo blaue Herzen. Nee, aber Lil Hound ist auch nicht so schlecht. Ja, guck mal, ganz viele Lil Hounds hier. Bitte was? Was sind die denn für Viecher? Oh. Oh Gott. Okay, shit. Shit. Oh nein. Stirb, 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 danke. Wenn wir noch einmal getroffen wurden, dann wären wir tot gewesen. Los, tanzt alle um die Kiste rum. Da, okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber wir haben den schwarzen Lippenstift. Ach stimmt, wir haben ja Eve gespielt. Oi. Okay, der schwarze Lippenstift ist cool, weil der macht
Wenn man ihn hat, das ist ein Trinket, glaube ich. Ist das ein Trinket? Ich glaube, das ist ein Trinket. Das Meer schwarze Herzen spawnen. Und schwarze Herzen machen Schaden und bedeuten Leben. Und Schaden und Leben ist sowieso das Beste. So, okay, das war Destiny. Haben leider Budget nicht freigeschalten. 7 Herzcontainer, ist aber echt hart. Ist schon echt hart. Von dieser Mod. Na gut, dann haben wir jetzt aber erstmal alle Charaktere gespielt, mit denen wir spielen konnten. Wir können ja mal nachsehen, wie oft wir jetzt Mutters Herz besiegt haben. Mit Arak zum Beispiel noch nicht. Stimmt, da durften wir nur gegen Mutter kämpfen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Fehlt also noch 3 Mal. 3 Mal Mutters Herz besiegen und dann... Ja. Dann haben wir... Genau. Dann würde ich sagen, machen wir morgen eine Challenge. Die Vortex Challenge. Mit diesem netten Dreieck daneben. Bin ich mal gespannt, was das ist. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.